Die beiden niederbayerischen Abgeordneten Bartel Kalb und Bundestagsneuling Rita Hagel-Kehl waren bei den Abschlussverhandlungen in Berlin zwar nicht dabei, wurden aber von ihren Mitarbeitern vor Ort auf dem Laufenden gehalten. Ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat. Auch mit den Ergebnissen bin ich sehr zufrieden. Für uns als Unionsseite war ja wichtig, dass wir unser zentrales Versprechen einhalten können. Keine Steuererhöhung, keine neuen Schulden ab 2015 und insbesondere auch, dass die Mütterrente nun umgesetzt werden kann. Damit bekommen Frauen, die vor 1992 Kinder geboren haben, schon ab Januar 2014 28 Euro mehr Rente pro Monat und Kind. Auch von SPD-Seite wurden einige Neuerungen durchgesetzt. Also besonders wichtig ist mir persönlich gerade diese Rente für Menschen, die 45 Berufsjahre haben, dass die dann mit 63 abschlagsfrei gehen können, wenn sie denn wollen und müssen gesundheitlich auch. Außerdem setzte die SPD in den Koalitionsgesprächen einen Mindestlohn von 8,50 Euro ab Januar 2015 durch. Speziell die neue Maklerregel stieß beim Deutschen Mieterbund auf Begeisterung. Wenn Vermieter Makler einschalten, sollen sie den Makler auch zahlen müssen, so die Geschäftsführerin. Rita Hagel-Kehl war anfangs jedoch nicht von einer großen Koalition überzeugt. War ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen, aber die Verhandlungspunkte, die wir durchgesetzt haben, die haben mich jetzt davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, sie einzugehen, weil es keinen Sinn machen würde, für die Menschen nochmal 4 Jahre zu warten, bis wir eben diese Punkte wie Mindestlohn, Rente nach 45 Beitragsjahren umsetzen könnten. Bis die regulären Ausschüsse gebildet sind und das Parlament handlungsfähig ist, wird ab Donnerstag der sogenannte Hauptausschuss eingesetzt. Auch Bartel Kalb wird mit im Ausschuss sitzen. Ob der Posten des Verkehrsministers wieder von der CSU besetzt wird und wer wird das Landwirtschaftsministerium bekommen, nachdem Ilse Aigner dafür nicht mehr zur Verfügung steht? Ich gehe mal davon aus, dass die CSU großen Wert darauf legen wird, dass das Verkehrsministerium und das Landwirtschaftsministerium, wie auch immer das dann zugeschnitten sein wird, in der Hand der CSU bleibt. Der bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner äußerte sich in einer Pressemitteilung positiv zum Ausgang der Verhandlungen. So seien beispielsweise keine finanziellen Einschnitte bei der Besteuerung von Agrardiesel und auch keine pauschalen Vorgaben zu Flächenstilllegungen im Wald zu befürchten. Nun hängt also alles von der Zustimmung der SPD-Mitglieder ab. Ich hoffe, dass es Erfolg hat. Das kommt natürlich darauf an, wie die Genossen das jetzt aufnehmen und vor allem auch, wie wir es kommunizieren. Also ich werde in den nächsten Wochen, bis es eben zur Abstimmung kommt, mit möglichst vielen Genossen sprechen und mit ihnen über die strittigen Punkte diskutieren. Weil man kann natürlich nicht von den Genossen erwarten, dass sie jetzt diese 184 Seiten oder etwas lesen, sondern da muss man natürlich zusammenfassen. Wenn die Überzeugungsarbeit bei den Genossen genauso gut funktioniert wie bei Rita Hagel-Kehl, könnte ab Mitte Dezember die Kanzlerin wiedergewählt werden.